Das Gemeine ist, der Weg zu dem ist wirklich kurz vor dem nächsten Ort der Gnade. Aber ich kann halt nicht wieder zurück an der Stelle. So, Oleg. Du spielst Ablenkungsmanöver und ich laufe durch, ja? Ja, okay. Let's go. Running in the 90s. Noch hat mich kein Gegner gesehen. Jetzt hat man mich gesehen. Sieht man meistens daran ganz gut, dass ich vorher keine Ausdauer verliere. Solange ich nämlich friedlich bin, verliere ich keine Ausdauer. Habe ich erfolgt? Ja, natürlich. Wie der schon von oben runtergelaufen kommt. Hallo? Chill, Dude. Der Hen ist runtergefallen. Nice. Flupp und weg. Irgendwie sind das jetzt mehr geworden hier. Jetzt sind es 2 Halbmenschen pro Ritter. Huh. Ob sich das verändert hat jetzt durch die Story? I'm in your debt for keeping this. I'm no longer bound by duty. Once I've rescued Arena, I will spend my remaining days with her. Thanks to you, and devote my Arena has a gentle nature, though. I only hope it remains intact. Thanks to you, and devote my Arena has I only hope. Ja gut. Jetzt schlafe ich hier nicht weg. Ob ich den Fall überlebe? Als ob mich der eine Dude ganz da hinten noch sieht und deswegen aggro auf mich ist. Moment, versteck mich mal. Ich glaube, es ist echt der eine Dude da hinten, der sich auf die Brücke festgebackt hat. Weswegen ich nicht weg darf. Der eine Creeper-Hund da hinten einfach, ne? So. Dürfen wir noch nicht weg. Der wird ja nicht immer noch geil auf mich sein, da oben. Doch, der ist immer noch geil auf mich. Meine Güte. Ich gehe ja schon. Also der hat ja mal eine Aggro-Range von hier bis nach Limgrave. Ich darf mich immer noch nicht porten. What the fuck? Okay. Ja, manche sind einfach mega blind und der riecht mich einfach 20 Meilen gegen den Wind. Greena, how could this be? My daughter deserved better. The fault lies with me. I chose duty over my daughter's safety. And that is how fate has answered. I'll find them. The foul wretches responsible for this. I'll hunt them down and exterminate every last one of them. Rest assured, Arena, it will be done. Kill every last one of them. I'll find the foul. I'll hunt them. Rest assured,
Passiert nochmal was, wenn ich nochmal zurückzugehe? Wird denn irgendwann ein Invader irgendwo? Ja. Aber dann ist die Questline, denke ich mal, erstmal vorbei. Außer man kann den noch irgendwo finden. Aber ja. Weil ich jetzt da noch mehr komische Viecher reinlaufe. So, sind wir mit der Halbinsel der Tränen erstmal fertig. Dann würde ich mir gerne mal den Bodenbrunnen von Ziofra angucken. Weil der schon echt geil aussieht. Was ist das hier? Also, ne? Ich darf immer noch anmerken, wir sind unter der Erde. Und das sieht genial aus hier. Ein geschmolzener Pilz. Wollt ihr mir sagen, es wird heiß hier drin? Und Taube... Was? Taubenetzte Herber. Ah. Das war gerade echt ein schweres Wort. Wait, Moment. Wir haben ja... Da. Haha. Unsere Fackel. Also nicht unsere Fackel, sondern unsere Laterne. Und Geistertallilien. Das heißt, das zählt hier so als Grab. Weil die Geistertallilien gab es bisher immer nur in Gräbern. Da war eine Glühwürmchen. Okay. Die Musik ist auch so richtig... Was ist das deutsche Wort zu eerie? Wenn ihr wisst, was ich meine. Gruselig? Ich weiß nicht, ob ich es gruselig bezeichnen würde. Aber schon echt atmosphärisch. Da hinten sehe ich zumindest Gegner. Unheimlich. I don't know. Beunruhigend. Ja, irgendwas in der Richtung. Da kriegen wir auf jeden Fall ganz viele von diesen Herbers. Irgendwas passiert hier einfach gleich oder so. Die haben mich zumindest noch nicht gesehen, glaube ich. Aber es sind sehr viele. Und die halten feuertechnisch auch was aus. Und die tun auch ein bisschen weh, ja. Und geben auch gar nicht mal so schlecht an Seelen. Ohne. Und haben eine gute Reichweite. Das ist eigentlich wieder ein perfekter Moment für meine rasende Flamme. Oh nice. Das war die ganze Gruppe. Das heißt aber, das ist kein Dungeon, sondern wirklich so wie so ein Gebiet. Weil ich habe gerade meine Sachen aufgefüllt bekommen. Also quasi wie die Overworld. Nur halt im Untergrund. Schmiedestein 4. Ah nee, Dunkelschmiedestein. I need the darkness. Komm ich zu dir da oben dran. Von oben runterfallen. Dann gehe ich lieber nicht zu nah dran. Sonst despawnt der mir da gleich noch. Es ist nicht die Overworld, es ist die Underworld. Genau das. Oha.
Das sind eine Menge von denen. Ich lauf mal kurz mal ein bisschen durch. Die sind zum Glück super lahm. Dann kann man sich nämlich ganz gut einfach drumherum mogeln erstmal. Sprießendes Horn. Ist das hier? Nee. Hier, rechts hinter der Wand müsste das irgendwo sein. Folgen die? Davon aus sehe ich auch noch mal eins. Und du hast leider nur rot. Oh, du hält auch was aus. Nein, nein, nein. Bleib stehen. Heißt also auch, dieses Gebiet ist schon wahrscheinlich ein bisschen später gedacht. Wenn ich sehe, wie viel die Gegner hier aushalten. Theoretisch. Weiß nicht, dass wir es nicht schon machen können. Da ist irgendein Durchgang. Hier oben bin ich ja eigentlich safe vor denen, ne? Kann ich hier? Ich kann hier einfach über die Steine drüber, ne? Habe ich nicht im letzten Stream noch gesagt, ich hätte gerne... Wo meine Tausendfüßler war. Ich hätte gerne so eine Wasserruine. Oder so eine Wasserhöhle. Ich glaube, das kommt dem sehr nahe, ne? Zu dem, was ich mir gewünscht habe. Kann sogar wirklich hier oben entlang. Ah, und das ist auch der Weg, um da hinten hinzukommen. Oh. Was tust du da? Yo! It's Water Magic. Das ist Wasserbändiger. Dumm. Beziehungsweise er hat einfach den zweiten Dodge wieder gemacht, den ich eigentlich nicht machen wollte. Au. Selbst ein Boxer tut richtig weh. Aber wieder gut geheilt bekommen. So. Da will ich runter. Aber... vorsichtig. Vorsichtig. Hier rüber kann ich vorsichtig runter. Dann wiederum, das Ding kann ja eigentlich nicht die Klippe runterlaufen, wenn ich es nicht gleich die Klippe runterwerfe, ne? Hm, Federtierfuß. Schnell noch ein Schlückchen trinken. Jetzt nehme ich direkt wieder geheilt. Oder auch nicht. Orakelblasen. Oh, der hat einen Zauber. Da. Erzeugt mehrere kleine magische Blasen. Brauchst Weisheit und Arkan dafür. Eine Zauberei der Tonmenschen, die in der antiken Dynastie als Priester dienten. Erzeugt mehrere kleine magische Blasen, die auf Gegner zuschweben, bevor sie selbst platzen. Durch Aufladen platzen die Blasen später. Die Tonmenschen suchen in den Blasen nach verschollenen Orakeln. Okay. Wo sind die alle hin? Also, cool, weil ich mir dann jetzt einfach meinen ganzen Stuff hier schnappen kann. Aber schön, dass die sich einfach hier wegbewegt haben. Eine goldene Rune. Der hat dann ein paar Wasserblasen. Irgendwas geräuchertes, immunisierendes Fleisch. Regenbogensteine. Und irgendjemand hat da richtig evil gelacht einfach. Mit. Ein Fahrstuhl. Aber bevor ich jetzt zum Fahrstuhl gehe, ist da rechts noch ganz viel. Also,
naja, ganz viel würde ich jetzt nicht sagen, aber nur die Wasserschleimis. Seife. Okay. Lass mich mal hier weg. Ich hätte jetzt vieles erwartet, hier zu finden, aber nicht Seife. Also sollte ich irgendwann diese taubbenetzten Herber brauchen. Ich habe mehr als genug hier unten gefunden. Wir sind jetzt erst zum ersten Mal hier. Hier ist wieder was. Ah, und dann komme ich zu der Stelle, die ich von da hinten auch gesehen hatte. Jetzt habe ich Seifenblasen. Wie viel von diesen Herben... Moment, jetzt muss ich aber kurz mal gucken. Wie viel von diesen Herber habe ich denn jetzt eigentlich? 58. Tendenz steigend. Hier ist aber gar nichts. Richtiger Betrug. Nee, da war wirklich nichts. Okay. Dann laufen wir erst noch mal wieder hoch auf die Mauer und gucken, ob wir da hinten noch weitergehen können. Das große Vorteil ist wirklich, die sind ultra langsam. Bis die mal eine Aktion gemacht haben, bin ich schon 2 Kilometer weiter. Ne, rutscht. Wait. Ah, da. Aber die Höhle gefällt mir auf jeden Fall schon mal hier. So. Ich konnte nämlich hier nach rechts noch ein bisschen weiter. Die Frage ist nur, bringt mir das was? Moment, bevor ich da irgendwo gleich runterfalle, habe ich hier alles mitgenommen. Ja. Außer ein Tausendfüßler da unten, aber ja. Ist da noch was? Genau. Also ich würde nicht auf diesen Balken oben rumlaufen. Wäre mir ein bisschen zu gefährlich. Aber nur ein bisschen. Ja, ich glaube, hier ist Endstation. Na gut, dann zurück. Und dann wieder zu diesem Aufzug. Moment. Da runter. Und dann zu diesem Aufzug. Oh shit. Das habe ich gerade so wahrscheinlich noch überlebt. Die Sache ist jetzt, bringt mich der Aufzug jetzt nach oben oder noch weiter nach unten? Weil nach oben wäre ja wieder langweilig. Da waren wir ja schon. Da kommen wir her. Also müsste er mich eigentlich noch tiefer bringen. Oder nur so ein bisschen nach oben.
Still unter der Erde. Was haben wir hier? Nichts. Also, zumindest keine Gegner. Nur ein paar bewahrende Boli. Wobei es mir schon ein bisschen Sorgen macht, dass hier gerade keine Gegner sind. Die spawnen doch wahrscheinlich gleich einfach wieder aus dem Wasser oder so. Bestienleber. Da kann man her. Also ich finde es echt beunruhigender, wenn gar keine Gegner da sind, als wenn Gegner da sind. Nicht wissen, wie stark die ist. Die haut sicher gut rein. Kann ich hier irgendwas machen mit den Gräbern? Nee. Aber wenigstens kann ich hier noch ein bisschen herumschleichen. Ich könnte versuchen, von da oben gegen das Vieh zu kämpfen. Fette Props an die Grafikabteilung. Für das da oben auf jeden Fall. So. Wie viel Schaden? Immerhin kommt er nicht an mich dran. Oh, das macht guten Schaden. Gerade wenn es mehrmals trifft. Wait, der kommt wirklich hier hoch. Gut, ich sag mal, die Seifenblasen passen zu dem. Triff! Meine Güte! So, wieder auffüllen. Und wie gesagt, die Seifenblasen passen ja hier zu diesen Gegnern. Die Kleinen halten nichts aus, den kann ich auch in Ruhe lassen. Der war greedy, der wollte die Krabbeneier haben und ist dafür dann draufgegangen anscheinend. Na gut. Dann weiter hier den Fluss hoch. Wobei es mich nicht wundern würde, wenn hier gleich hinter der Ecke noch so eine Krabbe ist. Was macht hier so hartes Licht? Wir sind immer noch unter der Erde. What the fuck? Wo bin ich hier? Warum sieht das so gut aus? Wenn ich das hier irgendwann mal als Let's Play-Part oder als Stream-Aufzeichnungspart machen muss, einfach mal nur nennen, unter der Erde. So, erstmal hier die Ort der Gnade mitnehmen. Die hat bei dem Gebiet echt Spaß, das zu machen. Wahrscheinlich. Schwebt es da? Nee, das ist schon auf so einer Säule drauf. Das ist der griechische Tempel da hinten. Sind selbst sogar ein paar Tiere. Okay. Wait. Das da sind keine Tiere. Seid ihr gefährlich? Wie viel Schaden mache ich dem? Ah. Aber ich kann den Stun locken. 194. Das geht voll klar. Ah, ich kann nicht alles von ihm stunlocken. Wenn er mit seinem Arm ausholt, nicht. Die Pelzgamaschen.
Und hast Handbuch des Rüstungsschmieds. Chillt, ich lasse euch in Ruhe. Was haben wir denn da? Handbuch des Rüstungsschmieds. Handbücher sind hier. Na, bewahrende Boli kann ich dann mal machen. So, wir haben die bekommen. Wie sehen die denn aus? Nein. Wieso geben die oberschenkelfreien Schuhe mehr Schutz als die Hose, die ich gerade trage? Scheinen sehr gute Schuhe zu sein, wenn die das wegmachen. Alles gut, ich gehe wieder. Kannst chillen. Fragt das weibliche Spielcharakter. Die haben das Phänomen schon seit Jahren. Well. Wo ist die Krabbe hin? Wobei, wenn sie weg ist, reicht mir. Es sind noch mehr von diesen Geisterminotauren. Beziehungsweise nur einer. Verdächtig. Nevermind, das sind zwei. Der hat doch mal gut ausgeholt bei seinem zweiten Schlag. Stück hat geheilt. Ich sehe sogar meine Ruhen von hier aus. Der eigentlich. Ah. Aber die sehen mich echt schnell. Kam der andere auch schon an? Ja, natürlich. Wie anfällig seid ihr gegen Feuer? Ah. Au. Was? Die haben auch manchmal eine Reichweite, ne? Die müsste ich auch erstmal lernen. Aber anschleichen wird schwer bei denen. Die riechen mich nämlich schon 2 Meter gegen den Wind. 2 Meter? Das ist gar nicht so viel. So, wo bin ich denn jetzt gestorben? Hier irgendwo. Geht doch. Muss ich ja nur ein bisschen Mühe geben. Da ist auch nur Licht. Manchmal denke ich, da ist immer überall was, aber das ist... Wow! Hallo! Alter. Wenn der einmal losgeht mit seinem Aggro. Ich wollte gerade kurz auf meine Heilflaschen wechseln. Chill! Hallo? Ich will auch mal angreifen. Nicht immer nur du. Oh, jetzt habe ich die Pelzkleidung bekommen. Kann ich irgendwas machen? Flamme entzünden. Okay. Eventuell muss ich hier irgendwie in den Ecken die Flammen alle entzünden. Siehe Sumpf aus Dark Souls 3. Haben wir mal eine coole neue Rüstung bekommen? Schwierig.
der noch zu der Gruppe hier gehört? Dass ich mir eben meine ganzen Sachen mal auffülle. Nee, hat mir nichts aufgefüllt. Schade. Dieser Baum sieht echt hässlich aus. Richtig ungewohnt. Okay. Chill. Okay. Das war richtig asozial, die Falle. Der hätte ja lieber drauf reagieren können, ne? Der ist einfach aus dem Nichts gespawnt und hat mich direkt angegriffen. Reh, du stehst im Weg. Wo kam der her? Hier aus der Ecke? Ja. Also muss ich hier eigentlich dauerhaft mit hochgehaltener Verteidigung rumlaufen, weil die gefühlt überall einfach random spawnen können. Das ist schon nicht so nett.